So, und nun kommt die menschgewordene gute Laune ins Studio geschneit. Blond, jung, erfolgreich, bodenständig und seit Freitag glücklicher Vater seines dritten Babys. Das Kleine hört auf den Namen Hautnah und ist im Begriff, ganz schnell laufen zu lernen, denn es klettert die Stufen der Charts bereits nach oben. Die Single-Auskopplung ist schon auf Platz 9. Wir freuen uns, dass beide, also das Baby und der Papa, heute bei uns sind. Er hat die Sonne im Herzen, Vincent Groß. Vom Glück verfolgt ist er im Schlagerzirkus ganz oben angekommen. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Ich will alles tun für dich. Längst hat der energiegeladene Blondschopf sein Newcomer-Image abgelegt. Mit kräftig Rückenwind surft der charmante Schweizer steil auf der Erfolgswelle. Auf einmal hab ich Rückenwind. Mit dem Sieg der Schweizer Talente-Show Hello Again fiel 2015 der Startschuss für Vincent Groß' Karriere. Nach seiner großen deutschen Fernsehpremiere 2017 bei Florian Silbereisen eroberte er auch hierzulande die Fanherzen im Sturm. Joanna, geboren, um Liebe zu geben. Heute stehen Reporter Schlange und Fans himmeln den Schlagerstar an. Musikalisch war der Sänger aus Basel schon immer. Er sang im Schul- und Kirchenchor und spielt leidenschaftlich gern Gitarre. Mein Bruder hat mir da bei meinen Großeltern nämlich Gitarrespielen beigebracht. Und das war auch der Anfang von etwas, wo ich jetzt sehr dankbar drüber bin. Du bist für mich, mich, mehr als Liebe. Du bist mehr für mich. In einer Zeit ohne Auftritte sieht Vincent Groß seine Fans derzeit nur im Internet. Er gibt digitale Autogrammstunden und talkt in seinem eigenen Format Stars um 10 hautnah über Gott und die Welt. Was hast du für einen Hund? Das weiß ich selber nicht so genau. Vincents Hundedame Britney stammt jedenfalls aus der Rasse der Toy-Pudels. Die Kleine hat eine ebenso markante Frisur wie das Herrchen, das niemals ohne Haarspray das Haus verlässt. Vincent Groß ist über seinen Karriereerfolg selbst sprachlos, sagt er. Ganz aktuell hat er sein drittes Album mit dem Titel Hautnah veröffentlicht. Ja, das Leben ist bunt. Erst recht für so einen fröhlichen Menschen wie Vincent Groß. Willkommen nochmal. Vielen Dank. Du hast jetzt ganz interessiert da hingeguckt. Hast gesagt, Mensch, das eine und das andere ist schon ganz schön lange her. Und ja. Die eine Zeile in dem Beitrag war ja auch, du bist selber noch manchmal ganz schön fassungslos über das, was da so passiert. Das in so kurzer Zeit. Ja, das ist absolut so. Ich sag mal jetzt, durch das bisschen ruhigere Jahr realisiert man auch, was bisher alles gelaufen ist. Und das ist wirklich unfassbar. Mhm. Ihr habt es sehr sympathisch schon angesagt. Ich bin das dritte Mal Vater geworden, jetzt am Freitag mit Hautnah. Und da bin ich unheimlich stolz und habe da auch so viel Herzblut reingesteckt. Das ist krass, was da alles schon passiert ist. Dritte Mal Vater mit gerade mal 24 oder noch 24. Das ist eine Leistung. Was sagt denn deine Familie? Also, denn Eltern sind ja nun nicht musikalisch unterwegs, zumindest nicht professionell. Sie sind beide Seelsorger, dein Vater ist Pfarrer. Was sagen die? Wie reagieren die da? Ich hatte immer schon das Glück, auch mal mit meinen Geschwistern, dass wir immer ein Instrument schon lernen durften. Mhm. Also, mein erstes war, glaube ich, Laute, die Mittelaltergitarre. Und die unterstützen mich, wo es nur geht, auch wenn meine Mama am Anfang immer mal gesagt hat, Vincent, willst du nicht doch noch irgendwie weiter studieren oder so? Aber mittlerweile hat sie eingesehen, dass das einfach das ist, was ich liebe. Was in dir drin steckt und einfach raus muss. Am Freitag ist das Album erschienen. Wie feiert das Familie Groß? Also sie haben natürlich fleißig immer mitgeguckt, wo ich jetzt in den TV-Shows gerade bin. Meine Mama aus, ja, wann bist du wo? Hier? MDR um 4, vielleicht schaut sie jetzt auch zu. Liebe Grüße in die Schweiz. Und ich habe den Album-Release nachts auf der Autobahn gefeiert mit einem Tischfeuerwerk in meinem Auto. Okay, es sollte ja eigentlich auch schon mit dem Tischfeuerwerk, es ist schon nicht schlecht, es sollte ja auch schon viel eher sein, ne? Corona hat es aber verschoben und normalerweise zelebrierst du das ja auch mit deinen Fans und mit hautnah sozusagen und ja gut, jetzt ist es nicht ganz so geworden, aber gefeiert wurde. Wir machen das Beste draus. Ja, ich finde auch. Liebe Zuschauer, Sie können uns gerne anrufen, 0182 15 15 und die 18 wäre die Nummer ins Studio, dann können Sie
Vincent direkt eine Frage stellen. Und mit ein bisschen Glück gibt es auch was zu gewinnen, denn Vincent hat nicht nur ein Album mitgebracht. Richtig? Ganz genau. Ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen. Oh, oh, oh. Ich habe noch was für dich mitgebracht. Für mich? Muss ich auch anrufen? Nein, gar nicht. Du musst wissen, ich selber neben der Musik bin ich Hobbybrauer. Und ich habe eine Brauerei mit meinen Freunden. Und ich habe die zum Release von meinem neuen Album Hautnah, das exklusive Hautnah Pale Ale Spezialbier für dich mitgebracht. Und das würde ich dir ganz gern schenken. Du bist Hobbybrauer? Absolut, ja. Na, Quatsch. Doch, doch. Also da haben wir unsere eigene Brauerei und so. Wir sind Freunde von dir oder was? Danke, das ist total cool. Sehr gerne. Wir haben angefangen auf den Kochtöpfen meiner Mama und so hat sich die Idee weiterentwickelt und so. Und jetzt brauen wir da wirklich verschiedenste crazy Sorten Gurkenbier und alles Mögliche. Und jetzt wollte ich unbedingt, habe ich mit dem Michi gemeinsam gebraut, das Hautnah-Spezialbier zum Album. Naturtrübes, das finde ich ja sehr cool, weil man sagt ja, dass das Naturtrübe, also das Ungefilterte, noch ein bisschen gesünder ist als absolut, das normale Bier. Völlig gesund. Gucke. Macht fröhlich. Gucke, da macht fröhlich, mit Sicherheit. Oh, da freue ich mich doch heute schon auf den Feierabend. Nein, das ist mega cool. Also das heißt, auch da wäre das noch ein Standbein irgendwann mal. Ach, ne, ich sag mal, das ist eher so ein Hobby. Also wirklich hauptberuflich das, was mir am meisten Freude macht, ist auf der Bühne zu stehen, hautnah mit meinen Fans gemeinsam zu singen. Gut, ging jetzt leider nicht zum Album-Release, aber dafür haben wir mit dem Album die erste digitale Autogrammstunde gemacht. Hab schon gesehen. Stellst du dir darunter vor? Na, ich habe dich vorhin an deinem Rechner sitzen sehen, an deinem Laptop und du hast irgendwas unterschrieben. Aber wie das funktionieren? Meine Fans konnten sich anmelden. Und dann konnten sie auswählen, entweder sie wollen die Fanbox hautnah oder sie wollen das Album. Und dann habe ich mir wirklich für jeden 5 Minuten Zeit genommen, habe mit denen geredet. Es war echt schön, auch zu sehen, wie das Album bei ihnen angekommen ist. Mhm. Nach 3 Jahren Herzblut da reingesteckt. Und insgesamt haben wir, glaube ich, irgendwie 15 Stunden lang Autogramm und Alben signiert. Also das war echt schön. Wow, also Ausdauer bewiesen und mit Sicherheit ein Bierchen getrunken dabei. Erst nach der Arbeit. Da bin ich konsequent. Sehr diszipliniert. Wir gucken jetzt einfach mal rein in das schöne, hautnahe Video. Gerne. Ein bisschen haben wir ja schon im Gastporträt gesehen, aber deine Fans wollen es natürlich genießen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Platz 9 bei den Albumcharts, also ja, doch bei den Singlecharts. Ja. Ne? Und mal gucken, was dann rauskommt am Freitag, ne? Wenn dann auch für das Album gezählt wurde. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über Hautnah. Hautnah, ein schöner Titel, gerade in einer kontaktbeschränkten Zeit. Da hast du absolut recht. Es ist auch das, was ich persönlich am meisten vermisse. Den Kontakt, ich vermisse die Umarmung. Ich vermisse es, meinen Fans hautnah zu sein. Und der Titel ist aber davor entstanden. Also ich weiß noch, das war ganz kurz vor Lockdown und so. Ich war in Schweden ich habe 13 von den 15 Songs auf meinem Album selber geschrieben, also meine Texte. Aber ich wollte auch meinen eigenen Sound irgendwie finden. Das ist auch neu, ne? Dass 13, also so viele eigene Songs, ne? Man lernt ja immer dazu. Ich meine, ich hatte 2 Alben davor, aber das waren dann auch wirklich meine ersten Erfahrungen eigentlich im Musikbusiness. War ja ein absolutes Greenhorn und so. Da bin ich nach Schweden noch geflogen, kurz vor Lockdown und so, damals im letzten März. Mhm. Und habe mit tollen schwedischen Produzenten auch meinen Sound kreiert. Und da bin ich echt sehr, sehr glücklich über das Resultat, weil da kann ich wirklich sagen, das Album geht mir hautnah. Also Schweden liegt jetzt nicht gerade so auf der Einfallsstraße der Schlager-Denke, würde ich jetzt mal sagen. Hast du recht, aber das hat einfach so gematcht. Ich habe die Schweden, den Pontus Dagqvist und den Fredrik Boström. Ja, klingt also sehr professionell. Richtig, habe ich auch gedacht. Ne? Habe die kennengelernt und es hat musikalisch einfach direkt gematcht. Wir haben uns mit Gebärdensprache und gebrochenem Englisch versucht zu verständigen, aber die musikalische Sprache haben wir dieselbe gesprochen und wir haben es liebevoll den Swedish Hausschlager getauft. Ach, wie süß. Also daraus kann sich noch mehr entwickeln. Definitiv. Okay. Werde ich sicher wieder hingehen. Die junge Dame, die wir in dem Video gesehen haben, die ist mir ganz schön oft aufgefallen in deinen Videos. Wirklich? Ja. Okay. das ist die Emilia. Die ist eine wunderbare Person, Tänzerin und Schauspielerin. Und ich habe sie vor 2 Jahren kennengelernt bei einem Videodreh. Und wir haben es einfach immer mega gut gehabt. Und deswegen habe ich sie immer wieder gefragt, ob sie Lust hat, beim nächsten Video mit dabei zu sein. Und jetzt schon seit 4 Mal dabei. Die macht es echt großartig und ist mir immer ein Fest bei dir. Ja, ihr seht auch ganz harmonisch miteinander aus. Ich frage jetzt nicht weiter. Herr Rakel ist am Telefon. Guten Tag. Guten Tag, Herr Rakel. Hallo. Ja. Hallo Vincent, hallo Anja. Ich hätte mal eine Frage an den Vincent, ob er ein Ritual vom Auftritt hat. Ein Ritual. Ein Ritual vom Auftritt habe ich. Ich ziehe mich immer
45 Minuten von einem Auftritt komplett zurück, weil ich bin selber immer sehr nervös, sage ich mal. Und ich persönlich brauche dann meine Ruhe und ziehe mich dann, gehe noch mal alles durch. Und kurz vor dem Auftritt mache ich, das ist aus meiner Wettkampfzeit im Leistungssport Taekwondo noch übrig geblieben, mache ich immer noch drei Sprünge. Davor, so Hockstrecksprünge, oder? Ja, so Hockstrecksprünge, das habe ich früher immer, bevor es in den Ring ging, gemacht. Und das dann putscht nochmal so richtig auf? Richtig. Hoch? Okay. Und dann gehe ich auf die Bühne. Das könnte ich mir mal überlegen, drei Hockstrecksprünge. Cooles Ritual, nicht? Genau, cooles Ritual, genau. Dann bin ich wach. Herr Wackel, danke für Ihren Anruf. Ja, bitteschön. Gut, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Die Kette vielleicht auch ein Ritual, die ist mir jetzt auch wieder aufgefallen bei deinem Video und jetzt wieder? Ehrlich gesagt, die finde ich einfach schön. Das macht ein Kumpel von mir und die ist immer mit dabei. Ich finde, die gefällt mir irgendwie so als kleines Accessoire. Mega. Ja, das ist ja auch schön. Danke. Mein Lieber, wir wollen jetzt mal gucken, inwieweit du deine eigenen Songs quasi wie im Schlaf erkennst. Das ist insofern ganz schön, weil du kannst ein bisschen raten, du bist beschäftigt und die Zuschauer, die haben ganz viel von dir, weil die können nämlich deine Musik hören und die können gucken, wie du rätselst. Deswegen würde ich dich bitten, weil das ist so, dass wir diese Songs rückwärts spielen. Weil Oha. Okay. Es sind deine Songs. Ja, finde ich aber gut, weil ich hatte einmal vor, ein Musikvideo rückwärts einzusingen, dass es dann umgekehrt aussieht. Deswegen habe ich schon in ein paar Songs reingehört. Mal gucken, ob ich es erkenne. Also wir haben drei Stück. Aber du darfst die Videos nicht sehen, weil du die mit Sicherheit sofort erkennst. Deswegen diese wunderschöne Brille steht dir. Du kannst alles tragen. Und wenn du es weißt, dann sagst du es einfach und dann gucken wir rein und deine Fans, die können jetzt ein bisschen miträtseln. So, sieht das gut aus? Sieht super aus. Ich sage ja, du kannst alles tragen. Ein junger Mann wie du, der so strahlt. Was soll da passieren? Bist du bereit? Also Prinzip verstanden? Ja. Du hörst nur und die Zuschauer sehen. Okay, erster Song bitte. Nicht allein sein. Stereoid. Okay, das ging ziemlich schnell. Wir gucken rein. Du kannst die Brille da gerne absetzen, wenn du möchtest. Das ist dieser Würfeljob, das ist einzigartig. Siehst du, da ist sie wieder. Ja, das war das erste Video, was sie gedreht hat. Das ging wirklich sehr schnell. Was? Dass du das rausgekriegt hast. Ja, ich kenne ja meine Songs. Gut. So, also. Zweiter Song. So, na dann, auf geht's. Zweiter Song. Über uns die Sonne. Also, das ist ja wirklich... Na logisch, möchte ja sein. Über uns die Sonne. Ich habe die Babys ja auch selber mitgeschrieben. Ja, ich muss sie erkennen. Sie klingen schon. Also ist schon richtig, oder? Ja, setz ab. Schon neben mir, ja. Schön, das geht ja wirklich total schnell. Und bloß einen noch. Aber ich sehe schon, es ist keine Herausforderung für dich. Ich bin gespannt. Warte mal, jetzt vielleicht ein Geschwindigkeitsrekord. Ein Geschwindigkeitsrekord, okay. Konzentration und dritter Song. Rückenwind. Nein, warte mal. Ja, doch Rückenwind, oder? Hast du jetzt wirklich überlegt? Ja, weil die Melodie ist irgendwie komplett anders. Wir hören mal rein. Auf einmal okay. Weil der Sound, diese Tropical Steel Drums und alles, das war schon so, aber ja, andere Melodie komplett, ja. Ja. Rückenwind, super. Damit hat alles angefangen. Die schöne Schwalbe. Die schöne Schwalbe und an der Nordsee. Bist du ja gern zu Hause. Ne? Ja, deine Eltern haben dein Haus, deine Großeltern leben da noch? Richtig, die wohnen da noch. Und jedes Mal, wenn ich da bin, fahre ich mit der himmelblauen Schwalbe von meinem Bruder einfach da bei dem Deich entlang. Das ist so schön. So schalte ich gerne ab. Und auch diese Luft an der Nordsee. Das kann ich mir vorstellen. Eine Facebook-Frage haben wir zum Beispiel von Tom Lehmann. Meine Frage ist, können Sie sich vorstellen, bei einer TV-Serie mitzuspielen als Gastrolle bei zum Beispiel Sturm der Liebe oder In aller Freundschaft? Auf jeden Fall. Wirklich. Habe ich selber noch nie gemacht, will ich aber unbedingt auch mal ausprobieren. Ja. Also, falls da irgendjemand zuguckt, falls jemanden kennt, ne, Bescheid sagen. Ich bin dabei. Machst du mit? Logisch. Machen wir mit. Nein, aber das kann ich mir mal vorstellen, weil du bist so quirlig und so neugierig. Warum auch nicht? Ja. Ja. Frau Eulenstein. Hallo, Frau Eulenstein. Das ist Servus, auch ein interessantes. Grüezi und hallo. Servus. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich grüße Sie beide. Hallo. Und ich hätte mal eine Frage an den Vincent. Ja. Gerne. Da bin ich schon 80, aber mich interessiert das immer alles. Jetzt, wo die Friseure zu haben mit ihrer schicke Frisur, wie halten Sie denn die in Schach?
Das ist eine gute Frage. Ich wurde schon darauf angesprochen. Ich selber, ich wohne ja in der Schweiz, in Basel. Und da ist unter natürlich strengen Sicherheitskonzepten sind die Friseure noch offen. So, und deswegen durfte ich da vor einigen Wochen noch einmal vorbeischauen. Aber gute Frage, ja. Könntest du ansonsten selber so Hand anlegen? Die Seiten mache ich immer selber, ja. Ja, ja. Das geht. Und ansonsten zopfen. Das ist allein mit meinem Beruf vorne nicht Friseuse. Ah, das geübte Auge. Alles klar, Frau Eulenstein. Sehen Sie, aber manchmal ist die Antwort so einfach. Ansonsten melden Sie sich einfach bei Vincent, wenn es dann wieder losgeht. Absolut, ja. Vielleicht ja. Können Sie ihn... Es würde nicht so schön werden, wenn ich es so machen würde wie Sie wahrscheinlich. Frau Eulenstein, vielen Dank. In meinem Alter schaffe ich das nimmer. Ach, sagen Sie das doch, nicht. Doch. Wir danken Ihnen recht herzlich. Ja, alles Gute und tschüss. Bis bald. Ciao. Bye. Tschüss, für Sie auch alles Gute. So, jetzt, mein Lieber, wir haben die Entweder-Oder-Frage-Woche. Ja. Ja. Bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Das ist ganz easy. Du musst dich immer entscheiden zwischen eben Entweder-Oder. Und dann will ich natürlich auch gerne wissen, warum du dich für Entweder-Oder entschieden hast. Eigentlich ganz... Klingt gut, machen wir. Klingt gut. So, süße Katze oder knuffiger Hund? Knuffiger Hund, wegen der süßen kleinen Britney. Ja, die begleitet toll, dich. Ja, die haben wir auch vorhin im Beitrag schon gesehen. Die ist immer bei dir. Die sitzt auch in der Garderobe gerade. Richtig, ja. Die wacht über meine Sachen und wehe, jemand kommt rein. Richtig, bellt sie, kann ich sagen. Also, als ich vorhin reingekommen bin, hat sie... Es ist ein liebevolles Begrüßen, nennen wir es mal so. Und die hat ja auch immer so hübsche Zöpfe. Ja, ja. So ein gut, ja, das macht meine Managerin. Die ist da die bessere Friseurin. Ah, okay. Also mit Katzen hast du es nicht so. Doch, ich liebe Katzen. Aber Britney würde es mir echt übel nehmen, wenn ich jetzt hier im Fernsehen Katzen sagen würde. Sie würde bellen. Ich würde, mit Sicherheit. Lebhaftes Deutschland oder ruhige Schweiz? Oh, schwierig. Lebhaftes Deutschland für die Auftritte, für Vollgas, für Party und so. Aber gern mal zum Abschalten in die Schweiz, weil da komme ich her. Das sind meine Wurzeln auch. Mhm. Ja, mhm. Beides. Das heißt, da gibt es wirklich einen Unterschied in den Partys Schweiz? Schwierig. Man kann das wirklich, das ist in jeder Stadt schon unterschiedlich. Ich kann nur versuchen, vorsichtig zu sagen, dass die Schweizer meistens eher ein bisschen, erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltender sind. Mhm. Aber die können genau gleich abgehen, während die Deutschen dann schon ein bisschen direkter sind. Und beides hat was. Beides hat was. Ja. Okay, aber es war eine Entscheidungsfrage. Von daher war so. New Kids on the Block oder Take That? Take That? Einfach aus dem Bauchgefühl, ja. New Kids on the Block habe ich jetzt nie so mitbekommen irgendwie. Wäre das mal was für dich gewesen? Hast du mal gedacht, so eine Boyband? Oder ich hatte so? Tatsächlich früher Anfragen mal. Auch von Boygroups, die ja, jetzt mittlerweile auch unterwegs waren. Aber für mich war das irgendwie, ich wollte immer nur mit einer gemeinsam singen. Und das ist meine treue Ingeborg, meine Gitarre. Oh. Ja, da bin ich treu. Und dann irgendwie auch Deutsch. Wobei Englisch war ja auch mal, als du gecovert hast du dich ja auch so ein bisschen im Englisch. Habe ich angefangen, weil irgendwie alle Radiosongs waren damals irgendwie auf Englisch, was ich gehört habe. Aber dann habe ich mal auf Deutsch ein paar Sachen ausprobiert und habe einfach gemerkt, wieso muss ich mich verstellen, eine andere Sprache lernen und noch gucken, wie ich es aussprechen soll, wenn ich in meiner Muttersprache auch selber komponieren kann. Und das war auch eine der besten Entscheidungen bisher, sage ich für mich. Deswegen gibt es jetzt hautnah mit so vielen eigenen Songs. Ganz genau. Cowboy oder Indianer? Ah! Oh. Uiuiuiui. Cowboy. Cowboy? Old Shatterhand, ja. Okay, weil so, naja. Cowboy ist so mit den langen schwarzen Haaren. Muss man jetzt nicht auf mich beziehen. Ich fand einfach in den die Cowboy-Filme immer sehr immer spannend cool. Und so gut. Indianer kamen immer drunter, ein bisschen Mitleidbogen. Ja, schwierig, schwierig. Also. So, und jetzt noch eine wichtige Frage. Talkmaster von einem Talkmaster, also im Sinne von einer Talkshow oder Musikshow? Boah, Musikshow. Entschuldigung, mein Herz schlägt für die Musik, aber ich schließe das andere nicht aus. Ich tue unheimlich gern auch, und das ist auch ein Traum von mir, irgendwann vielleicht mal meine eigene Sendung moderieren oder so. Das würde ich nicht ausschließen. Das mache ich sehr gerne. Du hast ja vor allem jetzt auch schon während der Corona-Zeit so ein bisschen den Grundstein gelegt. Denn auf Instagram, was dann auch auf YouTube läuft, hast du ja quasi so deinen eigenen Channel entwickelt, indem du Promis sonntags 10 Uhr so richtig frei von der Leber befragst. Richtig, ne? Stars also, in 10 Haut. Das ist ja schon eine Talkshow. Ja. Also wir haben alle das Gleiche gedacht in dem Moment. Ne? Als sie sagte, aber dann ruderte sie so ein bisschen zurück. Ja, ja. Gab es da noch dann was, als der Kanal, der offizielle aus... Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich wusste nur, dass Marco im Raum nebenbei war, als bei dem Talk. Von dem mal gucken.
Ich bin gespannt. Grüße an Susanne. Da hat er sich unsere Susanne geschnappt und fast so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, wie das so heißt. Hoffentlich ja. Na, mal sehen. Wir werden das beobachten. Wir werden es sehen. Wir werden es auch sicher mit. Weil du ja so, du hast gesagt, Talkshow könntest du dir vorstellen. Mhm. Das ist ja eigentlich das Prinzip. Hättest du Bock, dass wir mal ganz kurz so die Rollen tauschen? Also sprich, du kannst mal gucken, wie sich das anfühlt, bei MDR um 4 die Fragen zu stellen. Sehr gerne. Möchtest du? Machen wir. Finde ich gut. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt gut finde. Aber das sehen wir auf jeden Fall. Ich habe einen Song auf meinem Album, der heißt Wer schön sein will, muss lachen. Ja. Und das ist mein Schönheitsideal. Und du strahlst mich die ganze Zeit schon so an. Wie wichtig sind dir schöne Zähne? Schöne Zähne sind mir wichtig, allerdings bin ich keiner für den Moment, wenn es dann unnatürlich wird. Absolut, ja. Also so dieses Bleaching bis sozusagen so strahlendes Weiß, wie dein dieses Hemd T-Shirt, rauskommt, würde ich nicht machen. Ich gehe aber regelmäßig zum Zahnarzt und du musst doch wissen, ich bin in meinem ersten Beruf stomatologische Schwester gewesen. Das weiß ich auf jeden Fall. Kann man ja schon sagen, du bist auch ein Kopfmensch. Ein Kopfmensch? Ja, Zähne sind ja im Kopf. Ach so, so, mein, ja, dann bin ich ein Kopfmensch. Oder doch eher Gefühlsmensch. Nee, ich bin totaler Bauchmensch. Voll das Bauchgefühl. Das habe ich auch gelernt, im Laufe der Jahre auf den Bauch zu hören. Absolut. Anderes mit dem Bauch zusammenhängendes Thema. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches Lebensmittel wärst du? Ein Lebensmittel? Ja, ganz egal. Joghurt, rechtsdrehende Milchsäure. Klingt nach Bewegung, ist gesund und hält den Daumen in Schwung. Okay. Was in deinem ganzen Leben hast du dich noch nie getraut zu machen? Würdest du aber gerne mal. Ist völlig egal, ob das jetzt ein Extremsport ist, ob das irgendwas ist. Was wäre das? Was ich mir nicht getraut, es aber gerne machen wollen würde. Ich würde zum Beispiel gerne mal auf dem Elefanten reiten. Also ich reite zwar, habe Pferde oder eins, aber Elefant finde ich ziemlich gigantisch. Habe ich mir noch nicht getraut, würde ich gern. Weißt du was? Nee. Das machen wir zusammen. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ja, auf jeden Fall fragen Susanne hier von Brisant, ne? Dann kann die vorbeikommen, filmt das. Und dann, weil ich fände das mega spannend. Machen wir das? Bist du dabei? Ja, mir wird gleich ganz heiß. Ja. Nein, ich meine das wirklich ernst. Also ich wäre da total dabei. Hättest du da Bock drauf? Wirklich, also ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Kamel war ich schon, aber ich finde es faszinierend. Vor allem kann, also das, ich finde das irre mit diesen, also die sind so, die wirken so sanftmütig, ne? Aber ich habe schon etliches gesehen, wie die eben nicht mehr sanftmütig sind. Also hast die Videos habe ich noch nicht gesehen, aber ich mache es trotzdem. Hast du einen Elefant bei dir um die Ecke, wo man sagen könnte, den nehmen wir gleich? Nicht wirklich, aber wir finden auf jeden Fall sicher Wir einen. Finden einen. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir drehen den Spieß wieder rum, bevor ja noch irgendwas anderes kommt, was ich machen muss. Aber coole Idee. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich auch. So. Total, machen wir. Cool. Aber das Bier nicht davor trinken, ne? Aber das nimmst du nicht wieder mit. Das ist jetzt mal. Ich habe mich total gefreut. Wir haben noch genug zu Hause. Was wollen wir noch? Herr Heimann möchte noch wissen, ganz schnell, kannst du dir vorstellen, im Laufe der Zeit das Repertoire zu erweitern oder möchtest du weiter bei Schlagermusik bleiben? Mir ist so heiß. Ich bin offen für alles, aber ich liebe den Schlager, weil da kann man die Sorgen lassen und das will ich auch mit meinem Album. Ich will, wenn man zu meinen Konzerten geht, wenn man meine CD hört, dass man einfach abschalten kann und Spaß haben kann. Herrlich. Wir hatten gerade sehr viel Spaß miteinander. Vincent, schön, dass du bei uns gewesen bist. Danke, dass ich riesen viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam noch irgendwann machen werden. Ihr seid unsere Zeugen, ne? Okay, alles klar.